Irgendwie habe ich das Gefühl, ich bin eine Zauberfee. Ja, ich starte hier meine Wanderung in den Pyrenäen um kurz vor 8. Es sollen heute weit über 30 Grad werden. Und deswegen wollen wir mal nicht zu spät loslegen. Gelegen an einem der schönsten Canyons der Pyrenäen Orientales liegen die Wasserfälle Cascade Anglais sowie Sous-Saint-Versant. Und zu denen wird heute gewandert. Damit der Spaß aber nicht nur eine Bachwanderung wird, geht es ordentlich den Berg hinauf und wieder runter. Die Haupthighlights sind neben den Wasserfällen die kleinen Berggipfel in herrlicher Natur. Aber schauen wir uns die Gegend in der Übersicht an. Der Startpunkt liegt südlich der Ortschaft Vernet-les-Bains. Von dort geht es über gut befestigte Wege über den Pic Lélaalcine Richtung Südosten zum Cascade Anglais und wieder über den parallel verlaufenden Bachweg zurück nach Vernon. Die Runde beginnt nach der Brücke und geht über ein paar Treppen direkt in den Wald. Über einen Serpentinenweg geht es knackig den Hang hinauf bis zum ersten kleinen Aussichtspunkt oberhalb von Vernon. Es ist herrlich, an einem so schönen Tag wandern zu gehen. Und während es zum nächsten Aussichtspunkt geht, gibt es ein paar kompakte Tourdaten. Wie immer lasse ich meine Trecker mitlaufen, damit ihr die Strecke 1:1 mitverfolgen könnt. Ein weiterer schöner Belvedere mit Blick Richtung Süden und stramm geht es weiter bergauf. Ja, hier hinter mir kommt die Sonne gerade über den Berg, aber es wird schon richtig warm. So, ich bin jetzt schon eine Weile gegangen und irgendwie habe ich das Gefühl, ich bin eine Zauberfee. Ich müsste einen riesigen langen Schleier von Spinnweben hinter mir herziehen. Die Bewertung der Technik bekommt 4 Sterne. Und warum, erfahrt ihr jetzt. Wie ihr eben schon gesehen habt, ist das nicht nur ein Spaziergang hier durch den Wald, sondern das ist eine vernünftige Wanderung hier auf einem Single Trail. Keine breit ausgebauten Wege. Und das ist das, was mir Spaß macht. Da habe ich Freude dran. Super schöner Weg hier. Und heute Morgen ist auch wirklich die Luft noch schön frisch. Wie ihr mittlerweile wisst, tracke ich meine Strecken und ich habe diese Strecke von heute auch auf meinem Outdoor Active Kanal und da könnt ihr gerne die GPX-Daten nochmal runterladen und sie euch aufs Handy spielen oder einfach so wie ich das jetzt mache, direkt nochmal quasi, sieht man es einigermaßen, ja, der roten Linie folgen, ganz einfach. So, ja, hier hinten hoch knacke ich die 1000 Meter Marke und habe dann meinen ersten kleinen Zwischengipfel hier. Da sind wir. Was die umliegende Landschaft betrifft, haben die Pyrenäen so einiges an tollen Wäldern und felsigem Gelände zu bieten. Deswegen gibt es 5 Sterne. Wer nicht auf meinen Service mit den GPX-Daten zugreifen möchte, findet über die gelben Wegschilder auch immer die richtige Richtung. So, nächste größere Kreuzung.
Und zwar hier geht es jetzt nach links weiter. Cascades. Auf der ersten Hälfte der Tour geht es überwiegend durch Laubwald und das macht es natürlich sehr, sehr angenehm bei diesen Temperaturen und bei der Sonne hier in Südfrankreich. Ja, genau hier an dieser Gabelung, ihr seht das Schild hier hinter mir, geht es jetzt einmal rechts weiter in diese Richtung, da gehe ich jetzt entlang, und einmal in diese Richtung nach unten. Diese Tour wird bei Outdoor Active zweimal so beschrieben. Einmal von einem anderen Wanderer, der geht dann quasi hier links weiter und läuft dann zu den Wasserfällen hin und zurück. Und ich bin kein Freund von Wegen doppelt zu gehen. Also ich mag jetzt nicht so sehr Streckentouren, die hin und her gehen, sondern ich mag eher Rundtouren und bin deswegen hier mal rein von der Karte her nach rechts abgebogen und hoffe, die Nummer geht am Ende auf. Kartenmäßig sieht es zumindest so aus. Der Bewertungspunkt Kondition bekommt 4 von 6 Sternen. Und warum, das seht ihr jetzt. Ich vermute, dass der Grund, warum ein Vorläufer oder Vorwanderer links abgebogen ist, einfach die Höhenlinien waren, die er gut gelesen hat und mit denen ich jetzt hier ein bisschen am Kämpfen bin. Hier geht es nämlich ganz schön wieder hoch. Und zwar steil. Aber durch das ich Spaß habe, mich anzustrengen, ist das alles wunderbar. Ich bereue nichts. Überhaupt nichts. Nein. Bin einfach nur am Ende. Nein, Quatsch. Alles gut. Schöner Weg, wirklich. Puh. Ich mag das Neue zu erkunden. So. Gucken wir doch mal. Hier ein Steinmännchen. Stone Monkey. Oh, hier wird gebaut. Oh ja, schnell hier durch. Das ist mal ein Ameisenhaufen. Vom Allerfeinsten. Ja, hier kommen auch immer mehr Nadelhölzer dazu. Bin jetzt auch schon ein bisschen weiter oben. Dieser einsame mittlere Teil der Wanderung ist wirklich Genuss pur. Und deswegen lasse ich die nächsten Sekunden unkommentiert. Was die Einstufung der Wanderung anbetrifft, hätte ich jetzt vom Anfangsteil gesagt, das ist eine mittelschwere Wanderung. Jetzt habe ich ja diese Schleife eingebaut und die hat es doch schon ganz schön in sich gehabt. Und von daher würde ich da die Schleife mittel bis sogar schwer beurteilen. Weil zum einen geht es ganz schön hoch und dann geht es auch in einer Tour ganz schön runter. Hier unten hört man auch schon den Wasserfall rauschen. Und von daher sollte man sich gut überlegen, ob man die Schleife mitnimmt oder nicht. Es ist ja zum Glück beides möglich. Ihr habt die Wahl.
So, ich bin jetzt wieder auf dem Normalweg hier unten und ich kam gerade noch von hier oben. Also dieses letzte Stück hat es echt in sich und jetzt geht es wieder ganz entspannt weiter und jetzt schaue ich mir mal den Wasserfall an. Die einfache Variante der Wanderung setze ich euch nochmal zusätzlich mit einem Link unten in die Videobeschreibung. Nach einer kleinen Erfrischung geht es wieder auf den Rückweg. Da Wasserfälle und Felsenwege immer ein Erlebnis sind, bekommt die Tour 5 von 6 Sternen. So, hier sind jetzt auch wieder Leute unterwegs und ich bin auf dem Normalweg. Aber der ist auch ein bisschen verblockt. Und man muss schon den Kopf eingeschaltet lassen und hier ein bisschen konzentriert runtergehen. Ich bin gerade ein bisschen gestärkt am Wasserfall und bin jetzt wieder voller Energie. Ups, hoho, Stolperfix. Final erreicht man nach ca. 1 Kilometer auf dem Rückweg den Wasserfall Soussan-Finsan. Ich bin jetzt auf den letzten Metern dieser schönen Wanderung. Durch meinen Schlenker war das jetzt insgesamt eine ganz schöne Krachertour. Das ging richtig brutal den Berg hoch und auch wieder brutal den Berg runter. Aber man hat ja zum Glück die Wahl. Entweder die touristische Variante, die gut abgesichert ist, die man schön laufen kann, wo man auch sehr viel schöne Natur hat. Oder eben diesen Schlenker einbauen, aber dann auch wirklich ein bisschen Vorsicht und absolute Trittsicherheit. Das war schon ganz schön anspruchsvoll und ich dachte zwischendurch schon auch einmal, mein Gott, Eike, wenn du dir hier irgendwie den Fuß verknackst oder dir irgendwas passiert, du rutschst weg, dann hängst du hier wirklich am Arsch der Heide. Da kommt nämlich kaum jemand vorbei, das sieht man. Das war meine Wanderung in den Pyrenäen. Wenn sie euch genauso gefallen hat wie mir, lasst mir gerne ein Like da und bestenfalls macht ein Abo. Wem sie besonders gut gefallen hat, darf mir über den Spendenlink in der Videobeschreibung gerne 50 Cent in der Kaffeekasse hinterlegen. Ich freue mich! Ja, dann bis zur nächsten Wanderung.